Vor fast einem Jahr habe ich meine erste App veröffentlicht. Dash Arena ist ein kleines Spiel, in dem du durch so viele Gegner wie möglich dashen musst. Neben dem grandiosen Gameplay gab es auch hin und wieder mal Werbung und damit ist Dash Arena das erste Spiel, mit dem ich Geld verdient habe. Sage und schreibe 3 Cent. Ein Jahr lang von nur 3 Cent zu leben war hart. Neue Kleidung? Wohl kaum. Trinken? Regnet's doch gratis vom Himmel. Essen? Wächst auch in der Natur. Ich habe mich monatelang durchgekämpft, aber am Ende des Tunnels war ein Licht. An diesem Spiel habe ich in einem Zeitraum von 6 Monaten für insgesamt ca. 350 Stunden gearbeitet. Werde ich endlich Geld mit meinen Spielen verdienen oder war das ein weiterer Flop? Ich zeige euch jetzt genau, wie viel Geld ich mit dem Spiel gemacht habe. Damit ich Spider-Doll auch in den App Store bringen konnte, musste ich mir für 100 Euro einen Apple Developer Account und für 60 Euro einen alten Mac Mini kaufen. Mein Ziel war es also insgesamt mindestens 160 Euro zu verdienen, damit ich mit dem Spiel kein Minus mache. Was soll ich sagen? Die Downloadzahlen waren schon mal sehr erfolgreich. Das Spiel ist jetzt seit etwas über einem Monat fürs Handy verfügbar. 36.300 Leute haben sich das Spiel für Apple geholt und 68.700 Leute für Android. Damit hat das Spiel also insgesamt 105.000 Downloads. Das ist schon ziemlich krass. Geld habe ich mit dem Spiel auf 2 verschiedene Weisen verdient. Zum einen konnte man sich Werbung angucken. Ich habe nie Werbung einfach so geschaltet, sondern nur als Rewarded Ad. Also wenn der Spieler sich wiederbeleben will, kann er sich einen Werbeclip angucken. Außerdem gibt es noch In-App-Käufe. Man kann sich die spezielle Golden Doll Skin für 1 Euro oder Spider-Doll Coins für 1 oder 2 Euro kaufen. Für Spider-Coins kann man sich andere Skins holen, aber die bekommt man halt auch automatisch, wenn man den Endless-Modus spielt. Kommen wir jetzt zum interessanten Part, meine Einnahmen. Insgesamt wurde sich 62.800 Mal die Werbung angeguckt. Pro 1000 Klicks kriege ich ungefähr 4,50 Dollar. Das ergibt Werbeeinnahmen von insgesamt 285 Dollar. Das sind umgerechnet 234 Euro. An dem besten Tag habe ich fast 20 Dollar bekommen. Im Moment bin ich aber eher so zwischen 2 und 5 Dollar am Tag. Insgesamt ist das halt mega nice und ich habe mein Ziel von 160 Euro schon allein mit den Werbeeinnahmen erreicht. Aber da kommen ja auch noch die In-App-Produkte. Auf Apple habt ihr In-App-Käufe im Wert von insgesamt 982 Dollar gemacht. Allein am ersten Tag waren es schon 120 Dollar. Der Wert ist mit der Zeit natürlich stark gesunken. 982 Dollar sind übrigens 807 Euro. Allerdings bekomme ich davon nicht alles. Das ist nämlich der Bruttowert. Davon werden erstmal 19% Mehrwertsteuern und 15% für Apple abgezogen. Übrig bleiben für mich 556 Euro. Auf Android habt ihr In-App-Käufe für insgesamt 1780 Euro gemacht. An den heftigsten Tagen waren es sogar über 120 Euro am Tag. Das ist allerdings wieder leider nur der Bruttowert und davon werden noch Mehrwertsteuern und ein Prozentsatz für Google abgezogen. Von den 1780 Euro bekomme ich nämlich nur 1067. Am liebsten habt ihr die Golden Door Skin gekauft, aber die Spider-Coins waren auch erstaunlich beliebt. Dazu kamen aber noch ein paar Einnahmen über Crazy Games. Das ist die Website, auf der man Spider-Doll spielen kann und da gibt es auch Werbung. Auf der Seite haben mittlerweile 256.000 Leute das Spiel gespielt und meine Werbeeinnahmen sind 867 Euro. Wie viel habe ich also bisher insgesamt mit Spider-Doll verdient? Wenn ich alle Einnahmen des Spiels zusammenrechne, komme ich auf 2.723 Euro. Allerdings werden davon auch noch Steuern abgezogen, je nachdem wie viel ich dieses Jahr so verdiene. Also vermutlich nicht so viel. Ist das Ergebnis jetzt gut? Manche von euch werden jetzt vermutlich sagen, dass das voll viel ist und andere denken sich bestimmt, was ist das denn für ein Lappen? Das ist ja gar nichts. Mit dem Geld kann ich ungefähr für 3 Monate leben. Ich müsste also alle 3 Monate ein so heftiges Spiel wie Spider-Doll rausbringen, wenn ich von der Spielentwicklung leben möchte. Wenn ich die Einnahmen in einen Stundenlohn umrechne, komme ich auf ungefähr 8 Euro die Stunde. Das ist weniger als der Mindestlohn, also wenn ich statt das Spiel zu entwickeln in einem x-beliebigen Job gearbeitet hätte, hätte ich deutlich mehr verdient. Davon abgesehen habe ich einen Master in Informatik. Wenn ich für denselben Zeitraum als Softwareentwickler in einem Unternehmen gearbeitet hätte, hätte ich statt den 2700 ca. 10.000 Euro verdienen können. Ja. Trotzdem bin ich mega glücklich über das Ergebnis. Ich habe ehrlicherweise mit deutlich weniger gerechnet und ja, jetzt möchte ich mich an der Stelle nochmal bei allen von euch bedanken, die das Spiel gespielt haben. Wie geht's jetzt aber weiter? Fast alle Spieler sind aus dem deutschsprachigen Raum. Das liegt halt daran, dass die meisten von euch über meinen TikTok-Kanal auf das Spiel gestoßen sind. Das kann man auch ganz gut daran erkennen, dass fast 90% der Installationen von Leuten kamen, die explizit nach dem Spiel gesucht haben.
also von meinen Followern. Ich möchte jetzt einen Teil der Einnahmen nutzen, um damit Werbung in anderen Ländern zu schalten. Mal sehen, ob ich noch ein paar mehr Menschen für Spider-Doll begeistern kann. Außerdem will ich noch ein großes Update machen. Ich habe neulich Spider-Man Far From Home gesehen und jetzt will ich auf jeden Fall noch eine Story mit Mysterio machen. Außerdem kommt noch einiges mehr. Ich halte euch hier auf diesem Kanal natürlich immer auf dem Laufenden und wenn ihr mehr Videos über Spieleentwicklung sehen wollt, definitiv abonnieren! Haut rein! So, ich glaube, ich kann mir jetzt zumindest ein neues T-Shirt leisten.